Das Putten. Das ist dieser Putter, den Schläger benötigen wir zum Putten. Die Griffhaltung ist anders als bei den normalen Eisen oder Hölzern. Der Griff ist viereckig und nicht rund. Zur Griffhaltung. Linke Hand ist oben. Man greift den Schläger so, dass der Daumen oben auf dem Schläger drauf liegt. Rechte Hand unter die linke Hand. Alle Finger am Griff sind. Der Daumen der rechten Hand liegt oben drauf. Als Unterstützung kann man den Zeigefinger auf die Finger der unteren Hand legen. So hat man eine schön stabile Position der Hände. Zur Standposition. Der Ball liegt leicht links von der Mitte, so dass der Ball unter dem linken Auge platziert ist. Schulter, die Füße sind schulterbreit. Der Schläger liegt gerade auf und ist zum Loch ausgerichtet. Der Oberkörper ist relativ stark nach vorne gebeugt, leichter Kniewinkel. Zur Bewegung, es ist eine kleine Pendelbewegung. Die Bewegung kommt nur aus den Schultern, es sind keine Handgelenke mit dabei und keine Körperdrehung. Ich stelle mich hin, ziehe das Loch an, richte den Schläger aus, konzentriere mich, hole kurz aus und schwinge nach vorne.